Willkommen zurück und auch heute nehmen wir Sie mit in die verrückte, männerdominierte Luxuswelt von Dubai. Zu erfolgreichen Powerfrauen, die es wirklich geschafft haben, wie zum Beispiel Sabrina. Für sie ging es aus der Provinz in Sachsen-Anhalt in das Emirat und als DJ für Promis und Superreiche legt sie auf den fettesten Partys der Stadt auf. Wie das aussieht, wie hart der Weg für sie war und warum sich ihr Traum jetzt doch ein bisschen verändert hat, wir haben sie besucht. Sabrina Terrence, eine blonde deutsche Frau, die sich als erfolgreichste DJ in der arabischen Welt einen Namen gemacht hat. Doch bei unserem Besuch überrascht sie uns. Es sieht immer alles toll aus als DJ und gerade was ich so poste, sieht immer alles super aus und cool, aber es hat alles Schattenseiten. Offen spricht sie mit uns auch über Fluchtgedanken. Am liebsten würde ich eigentlich in einem Wald wohnen. Wie hart ist ihr Job? Wie wird man so erfolgreich und was rät sie denen, die es auch ganz nach oben schaffen wollen? Dubai, das Mekka der Superreichen. Über 3 Millionen Menschen leben in der Stadt, die für puren Luxus, ultramoderne Architektur und ein pulsierendes Nachtleben bekannt ist. Das schätzen auch die geschätzten 10.000 Deutschen, die hier leben. Eine davon ist die Auswanderin Sabrina. Wir treffen sie in ihrem Apartment im 45. Stockwerk und das nicht zum ersten Mal. Bereits vor 6 Jahren erzählt sie uns, wie sie nach Dubai kam. Nebenbei habe ich ja schon immer als Model gearbeitet, bin viel rumgereist. Mit 24 hatte ich dann meine eigene Modelagentur gegründet. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen damaligen Mann in Spanien. Und mit dem zieht Sabrina 2006 nach Dubai. Aber die Blondine fühlt sich schnell unterfordert, will mehr als nur Hausfrau sein. Sie beginnt mit der Musik und träumt von der großen Bühne. Doch eine Frau als DJ, damals etwas völlig Neues in der von Männern dominierten Szene. Ich weiß, am Anfang habe ich CDs abgegeben, meine Mixe, und es hieß dann, ja, nee, machen wir nicht. Das war schon ein sehr, sehr harter Weg und es sieht für viele auch sehr einfach aus. Ja, die ist in Dubai, hat mal aufgelegt und jetzt ist sie DJ. Nee. Also es war schon ganz schön schwer. Aber dann wird die Frau des Scheichs auf sie aufmerksam. Anfangs bucht sie Sabrina für die Partys ihrer Kinder und plötzlich, nach und nach, bekommt sie Jobs auf immer größeren Partys. Inzwischen lebt und arbeitet sie seit 15 Jahren hier, in einem neuen Apartment und mit einem neuen Mann. Ich bin nur in dieses Hochhaus wegen der Liebe gezogen. Wie es mir jetzt geht, ich will gar nicht runtergucken, gar nicht drüber nachdenken, weil ich habe, wie gesagt, wirklich schöne Angst. Die 40-Jährige lebt, so scheint es, hier ihren Traum. Aber immer wieder wird Sabrina von Zweifeln heimgesucht. Ist es wirklich der richtige Weg, den sie da geht? Meine Herausforderung ist, dass ich meine Familie vermisse und in einem anderen Land lebe und möchte halt meine deutsche Kultur auch nicht verlieren. Hier gibt es nicht so viel Kultur. Und trotz eines gut bezahlten Jobs und einem Leben im luxuriösen Dubai konnte eine große Sehnsucht lange nicht gestillt werden, die nach einer eigenen Familie. Hat dieser Traum nun eine Chance? Sie ist wieder glücklich vergeben, auch wenn der neue Mann an ihrer Seite nicht vor die Kamera möchte, erzählt sie uns, er kommt aus Indien und sie sind inzwischen sogar verlobt. Ja, ich hatte einfach ein bisschen Unglück in der Liebe, würde ich sagen. Auch mein Job hat es nicht einfacher gemacht. Und ich habe halt in Dubai wirklich nie das Glück gehabt. Aber jetzt habe ich es gefunden und ich hoffe, es ist der Mann meines Lebens. Neu ist nicht nur der Mann, sondern auch ihr Beruf. Denn neben dem Job als DJ geht sie einem neuen, kreativen Job nach. Zur Kunst bin ich gekommen, damals 2016 halt, wo ich so viel gereist bin und dann halt wirklich so ein leichtes Burnout hatte und gedacht hatte als DJ, wow, das ist jetzt alles so anstrengend, ich habe keine Lust mehr, nur noch nachts irgendwie zu arbeiten und nur noch durch die Welt zu jetten. Ihre Bilder verkauft die Auswanderin aus Sachsen-Anhalt inzwischen für 3.000 bis 4.000 Euro und hat sogar ihre ersten eigenen Vernissagen. Sie könnte von all dem gut leben und trotzdem will sie ihre DJ-Karriere nicht einfach so an den Nagel hängen. Es ist vielmehr ein Ausgleich von einem Job, der viel Kraft erfordert. Es sieht immer alles toll aus als DJ und gerade was ich so poste, sieht immer alles super aus und cool, aber es hat alles Schattenseiten. Jeder Job hat Schattenseiten und deshalb ist für mich halt wichtig, jetzt zu malen, auszugleichen. Dabei hat sie doch eigentlich das geschafft, wovon andere träumen. Als DJ der Superreichen hat sich die 40-jährige Auswanderin in Dubai einen Namen gemacht. Hat aufgelegt für Stars wie Paris Hilton, John Travolta und natürlich die einheimischen Scheichs.
ziemlich aufregend war, für die Royal Family zu arbeiten, für die Königsfamilie, weil da weißt du nie, was am nächsten Tag passiert. Da fliegen die dich mal ganz schnell auf eine Insel bei Katar, dann legst du da auf und dann sagen sie, ja, du bist so gut, bleib noch 2-3 Tage länger. Als deutsche blonde Frau kein einfacher Weg. Gerade am Anfang musste ich mich sehr oft beweisen, dass ich nicht nur ein Model war und schöne Fotos hatte und einigermaßen gut aussehe, sondern ich konnte auch Musik machen. Ich rate generell allen Menschen, nicht aufzugeben. Wenn man etwas anfängt, es wird immer Momente geben, wo du an dir zweifelst. Wenn das dein Traum ist, dann mach das. Sabrina nimmt uns am Abend mit auf eine exklusive Luxusparty, auf der sie in dieser Nacht auflegt. Hi, meine Liebe, lange nicht gesehen. Ich gehe zu meinem DJ-Pult. Auf dieser Rooftop-Bar zahlt man Minimum 20 Euro für einen Drink. Alkohol am DJ-Pult ist für Sabrina aber tabu. Und blenden lassen vom ganzen Luxus sollte man sich schon gar nicht, rät die 40-Jährige. Dubai sieht immer ganz toll aus, es glitzert alles, aber wie gesagt, Glitzer ist nicht alles Gold. Die Auswanderin hat in Dubai alles geschafft, was sie wollte. Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Eigentlich wollte ich mit 40 aufhören aufzulegen, aber jetzt habe ich mir gedacht, ja, es läuft ja immer noch wunderbar und ich werde immer noch gebucht und ich rocke die Leute. Warum soll ich da jetzt aufhören? Ich mache ja die Kunst, ich werde weniger auflegen, mehr malen natürlich. Also ich werde das locker noch bis 60 machen, oder? Sabrina Terrence ist angekommen, privat als auch beruflich. Auch wenn sie langfristig wieder zurück in die Heimat nach Sachsen-Anhalt möchte, genießt sie jetzt noch die Luxuswelt Dubais in vollen Zügen. Sympathisch.